Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Dark Souls. Wir befinden uns gerade auf dem Rückweg durch Zens Festung, weil ich unsere Abenteuer in Anor Londo vorerst abgebrochen habe. Da werden wir uns viel später nochmal mit beschäftigen. Das bedeutet natürlich, dass ich den ganzen nervigen Weg dann hier durch Zens Festung hoch nach Anor Londo noch einmal werde bestreiten müssen. Aber das kann ich im Zweifelsfall auch offscreen machen, wenn es denn dann soweit ist. Im Moment wollen wir ja als allererstes, wir wollen ein bisschen stärker werden, wenn wir vielleicht noch den ein oder anderen Level-Up haben. Und vor allem basteln wir gerade an einem Schwert, das uns im Kampf gegen Ornstein und Smaug dann effektiv unterstützen soll. So wurde mir das zumindest gesagt. Allerdings wurde mir auch gesagt, die Jauchelküchlein sind ein ganz toller Weg, um die beiden zu beseitigen. Und wir haben ja alle gesehen, wie das funktioniert hat. Gut, wir müssen jetzt hier durch. Oh, das kennt man ja aus Prince of Persia, ne? Und dann weiter nach unten. Halt die Klappe. So. Immer auf der Suche nach irgendwelchen Abkürzungen eventuell. Ich weiß den Weg wirklich nicht mehr. Ich höre doch da irgendwas. Ich glaube, hier bin ich falsch. Oh, nein, 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 nein! Oh Mann. Oh. Ich kann doch hier niemals in einem Durchgang durch. In einem Rutsch. Vor allem, wenn ich hier wirklich jeden optionalen Gang nochmal mitnehme, auf dem Rückweg. Aber wir haben schon einiges an Seelen zusammen. So, muss ich also jetzt tatsächlich hier rüber, ja? Das gleiche quasi nochmal in grün. Oh nein! Scheiß Kugeln da. Da war ja was. Aber das ließ sich irgendwie deaktivieren. Oder ist das schon deaktiviert? Ich weiß es gerade gar nicht. Weil ich nicht mehr weiß, wo wir lang müssen. Bringt das was, hier draußen lang zu laufen? Da kommt, hier kommen keine Kugeln lang, ne? Zumindest im Augenblick nicht. Steht nur eine Truhe. Oh, ist das scheiße, wenn man den Weg nicht mehr weiß? Da ist eine Schlange drin, okay.
Aber einer von den leichten Schlangen. Wo man einfach draufhalten kann und das Ganze ist erledigt. Oh Gott, Gott sei Dank habe ich mich umgedreht. Haha, Bitch. Das habe ich vermisst. Ich wusste, dass das irgendwie geht. Ich wusste nur nicht mehr wie. Ja. Ist da gerade ein Felsen lang gedonnert? Warum? Das habe ich sehr wohl gesehen. Aber hier geht's weiter. Aber auch, dass da durchaus Steine rollen könnten. Und ich von daher vielleicht ein bisschen vorsichtig sein sollte. Ich glaube aber auch nicht, dass das der Weg ist, wo es weitergeht. Oder beziehungsweise zurückgeht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir beim ersten Mal durch die Wand da gekommen sind. Ah, du schon wieder. Das war fies. Einfach in den Rücken rein. Aber das sieht gut aus. An dieses Gebiet erinnere ich mich auf jeden Fall. Immer diese... Scheiß Fallen hier. Meine Güte, ist das ein nerviger Weg. Ich glaube, wir sind fast durch, ne? Kann das sein? Dann einfach immer abwechselnd zu und am Ende gewinne ich, weil er nicht blockt. Gut. Ich glaube, wir haben es fast geschafft. Ich glaube, wir müssen tatsächlich jetzt nur noch hier an den Dingern hier vorbei. Da hinten ist noch ein Schlangenmensch. Vielleicht schafft der das ja, genau das wollte ich gerade sagen. Oh, das war... Hätte ich vielleicht etwas genauer hingucken können. So, du bist auch noch Stress, ja? Kannst du haben. Ich habe mehr als genug Stress hier. Das reicht für uns beide. So. Solange sich von hinten keiner anschleicht, ist alles gut. Waren da unten nicht irgendwie auch noch so diese Titanit-Dämonen oder irgendwas? Oh, sollten wir es jetzt wirklich fast geschafft haben? Wait!
bei... Nein, 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 nein. Fickt euch. Ich lasse mich hier so kurz vor dem Leuchtfeuer nicht mehr töten. Das könnt ihr vergessen. Das könnt ihr sowas von vergessen, dass ich das alles jetzt nochmal mache. Oh. Oh. So, Leute, wir sind offiziell raus. Wir haben Anor Londo und Sens Festung verlassen. Sind jetzt wieder im Bezirk der Untoten. Wenn wir jetzt sterben, werden wir hierhin zurück teleportiert. Wir haben sogar mit unseren Seelen geschafft. Das ist das Geilste daran. Well, hello again. You seem to be doing all right. Need anything forged? Ah, das sieht doch schon besser aus. Falchion plus 5 auf einen Falchion plus 6 umwandeln, bitte. Wunderbar. Bringt mir das was? Auf jeden Fall. Erstmal jetzt. Erstmal. So. Falchion plus 8. Falchion plus 9. Und Falchion plus 9. Verstärkter Falchion plus 9. Das wäre der Hammer, wenn ich jetzt einfach wieder umdrehen und zurückgehen könnte. Ja, aus irgendeinem Grund ist er nicht bereit. Das Schwert umzuwandeln, weil ich dafür zum anderen Spiel muss. Das Umwandeln macht der Riese in Anor Londo. Frage ist nur, machen wir das jetzt gleich? Sorry, ich habe was getrunken. Machen wir das jetzt gleich? Gleich wieder zurück? Nee, das ist doof. Also. Was bringt es mir, diesen Schild aufzurüsten? Ich hätte mehr Haltung. Und mehr Haltung bedeutet doch im Endeffekt, dass es mich weniger Ausdauer kostet, feindliche Attacken zu blocken, oder? Das ist die Frage, lohnt sich das? Ist das überhaupt der Dreiecksschild, den ich ausgerüstet habe? Ja, die Chancen stehen nicht schlecht. Was verkaufst du denn? Artorias Wappen. Öffnet versiegelte Tür inmitten des Waldes. Haben wir das schon gekauft? Nee, haben wir nicht. Der Wald. Ja, wir könnten uns mit dem Wald beschäftigen zum Beispiel. I'll be seeing you then. Be careful out there. Wäre eine Möglichkeit. Der Dämon hier unten, ist der eigentlich noch da? Oder hatten wir den schon getötet? Nee, der ist schon tot. Der ist schon tot. Hatten wir eigentlich... Havel schon erledigt. Wow. Wie geht's einfach durch den Wald? Hier gab's doch diese Hydra. Mit der könnten wir uns auseinandersetzen. Und alternativ... Wenn ich den Zugang finde zumindest, könnten wir uns mit Havel rumkloppen. Und dann... Hier erst nochmal jeden gucken. Havel, das ist dieser Ritter mit dieser riesigen Waffe und dem großen Schild. In diesem Turm. Hier ist nichts weiter, okay. Ja, dann könnten wir das Asyl der Untoten erstmal machen. Haben wir eigentlich den untoten Drachen schon getötet? Im Tal der Drachen da? Ist ja auch nochmal was, womit man sich beschäftigen kann. Also es gibt noch viel, was wir machen können.
jetzt quasi als Vorbereitung auf Ornstein und Smaug. Ich möchte mal kurz zeigen, unser Charakter hat Stufe 51. Ist ein, oh, ein Diener des Chaos, okay. Ich wollte überlegen, dass wir jetzt vielleicht erstmal so ein, zwei andere Gebiete machen. Wir können jetzt hier den Wald können wir zum Beispiel machen. Da gibt es die Hydra zu töten, was tatsächlich eine der Bedingungen ist, um irgendwann dann in den DLC zu dürfen. Ja, wir können nochmal Havel, noch können wir nochmal gucken. Das Asyl der Untoten können wir machen. Wenn wir das Asyl der Untoten gemacht haben, dann erhalten wir tatsächlich auch einen Gegenstand, mit dem wir in Anor Londo dann auch in ein optionales Gebiet können. Ja, man hat mich so ein bisschen darüber informiert, was noch alles zu tun und zu machen ist. Das heißt, ich weiß so ungefähr, über welches Gebiet man in welches Gebiet kommt und was man dafür teilweise braucht, wie zum Beispiel diesen Gegenstand aus dem Asyl der Untoten, um dann in Anor Londo in dieses optionale Gebiet zu kommen. Ja, aber was jetzt die Bosse angeht, Strategien gegen die Bosse und alles, bin ich immer noch relativ blind. So das eine oder andere weiß ich inzwischen. Das ist kein hundertprozentig blindes... Jetzt bin ich, wie komme ich denn da? Hi. Komme ich denn da oben hin? Da ist noch was. Muss es ja irgendwo, muss es ja links abgehen, ne? Mal hier das Leuchtfeuer aktivieren. Brauchen wir eigentlich zum Aufstieg, was 16.000. Ja, okay, die haben wir bald. Hier brauchen wir das Wappen, was der Schmied verkauft. Ist jetzt die Frage, ob wir vielleicht erstmal darauf sparen wollen. 20.000 Seelen. Wäre auch eine Option. Könnte theoretisch auch relativ schnell gehen, so wie wir hier teilweise durch die Gegner fegen. In diesem Waldgebiet hat nur noch diese Steinritter, ne? Schlag doch mal zu. Ach, dieser komische Fluch, den die haben, der ist echt nervig. Heidewitzka. Ja, okay, drei Gegner auf einmal ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Fünf Gegner auf einmal, ja, ne. Läuft auf jeden Fall, ne. Boah, der Ritter ist ja auch da. Hilfe. Da ist noch einer. Aufpassen, dass ich den nicht auch wieder aktiviere hier. Heide Witzka. So, ich würde erstmal die kleinen Schnellen ausschalten hier. Nein. Ich bin tot. Ich
Ich bin tot! Ah, okay. Weißt du was? Hier für dich. Junge, du bist lästig. So. Da ist natürlich mein Estus-Flakon schon fast aufgebraucht. Fang! Da habe ich endlich meine Ruhe hier. Stein-Großschild, wer braucht denn sowas? Es war vielleicht nicht so klug, sich da mitten in diese Gegnerhorde zu stellen. Vor allem, die bringen ja auch kaum was. Ja, im Vergleich zu den Seelen, die wir für einen Gegner in Anor Londo kriegen, ist das hier echt... Das ist gar nicht vergleichbar. Das ist gerade nicht euer Ernst, oder? Das ist jetzt gerade nicht euer beschissener Ernst! Ja, warum hat er denn den Schild nicht hochgehoben? Ja, ich weiß, beim ersten Schlag hatte ich keine Ausdauer mehr, aber die hat danach schon angefangen, sich zu regenerieren und er macht einfach den Schild nicht hoch. Jetzt muss ich da wieder hin, um die Seelen zu holen, und zwar ohne zu sterben. Lästig ist das immer. Lästig. Ich habe keinen Bock hier 14.000, 15.000 Seelen zu verlieren. Ja, ein Schlag für dich noch. So. Wenigstens kriegen wir jede Menge lila Moosklumpen. Ich weiß noch nicht, was damit soll, aber... So viel vergiftet werden wir hier auch nicht. Aber na gut. So, jetzt halten wir uns von diesen verdammten Statuen fern. Ich bin einfach zu, dass wir unsere Seelen ganz schnell wiederholen. Die sind da hinten. Ich kann sie schon leuchten sehen. Ja, Gott sei Dank nicht weit gewesen, der Weg hier. Das lief doch schon um einiges besser. Ja, ich muss halt erstmal wieder hier richtig reinkommen, dann klappt das auch. Das ist doch ein Vieh hier, oder? Ich wusste es doch. Wow, 60 Seelen. Das hat's vollgebracht, das zu töten. Ging's hier nicht zum Schmetterling? Ach, die haben keine Chance mehr hier. Irgendwas war hier auf jeden Fall mit diesem Turm. Dieses ganze Spiel hier wieder entdecken. Jetzt macht es mir übrigens auch wieder Spaß, weil wir nicht ständig sterben. Genau, hier war der Schmetterling. Hier haben wir den Schmetterling genatzt. Und da in dem Turm haben wir die große Esse gefunden. Meine ich. Okay, aber wo geht's denn dann... Wo ist denn dann der Weg, der letztendlich dazu der Hydra führt? Bin ich irgendwie falsch abgebogen? Das muss doch auch irgendwo sein. Der versteinerte Schmied, genau, da war auch was.
Ja, oder wir gehen jetzt wirklich erstmal ins Asyl zurück. Kloppen uns da erstmal durch. Ach so, da wollte ich mal was nachgucken. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, der Schlüssel fehlt uns noch. Es gibt im, Schrein da, der, wo wir am Anfang gestartet sind, nachdem wir aus dem Asyl raus waren. Da gibt es irgendwo noch einen Schlüssel für das Asyl der Untoten, wo man dann noch eine verschlossene Tür öffnen kann, um dann einen Ring zu erhalten. Ja, ich habe viele Tipps gekriegt inzwischen, das ist ja auch schon lange, lange her. Und da hält man einen Ring, durch den man durch so Sumpf und Schlamm und sowas nicht mehr so aufgehalten wird. Das wäre ja zum Beispiel auch sehr hilfreich, wenn wir uns dran machen, da unten dann mal weiterzugehen, weil auch da gibt es ja noch Orte zu besuchen und zu durchsuchen auch. Obwohl, ich bin ganz ehrlich, da gibt es wohl auch so ein... Hier geht's lang. Da gibt es so eine Geheimtür, hinter der sich zwei weitere Gebiete verstecken. Die Sache ist nur die, das ist wohl relativ vertikal und das ist wohl auch relativ nervig, da wieder rauszukommen. Deswegen hätte ich, bevor wir das in Angriff nehmen, doch schon ganz gern die Möglichkeit zu teleportieren. Ja, ich weiß es nicht. Sind wir hier völlig falsch gelaufen? Gibt es hier noch einen anderen Weg? Noch einen anderen Weg, den ich jetzt gerade verpasst habe. Ich glaube, wir sparen jetzt erstmal auf das Wappen, dass wir da hinten die Tür dann bei Gelegenheit mal öffnen können. 20.000 ist ja gar nicht mehr so weit weg. Hallo. Im Endeffekt machen wir jetzt die nächsten Folgen wahrscheinlich nur Sachen, die wir schon mal gesehen haben, die wir schon mal probiert haben. Zumindest bis ich tatsächlich diesen Weg gefunden habe. Hier geht's runter. Da geht's auch zur Hydra, ne? Da hinten ist der See doch schon, den sehe ich doch schon. Da muss auch irgendwo der Zugang sein zu diesem Turm von dem Ritter, von dem Havel. Obwohl, ich bin so doof, ich kann doch einfach nachgucken. Goldene Schlange, Ring des bösen Auges. Ob wir seinen Ring schon haben, der hat nämlich einen Ring. Nein, haben wir nicht, dann haben wir den Kerl auch noch nicht erledigt. Könnte man das ja mal in Angriff nehmen, ne? Irgendwo gibt's doch, muss es doch da auch ein Leuchtfeuer geben in der Gegend. Dass wir nicht zu weit wieder laufen müssen jedes Mal. Kann man ja recherchieren. So, was ist hier hinten? Noch weiter runter, okay. Ist das denn der Weg, an den ich runtergehen soll auch hier? Oder ist hier irgendwann Schluss? Ja, hier ist bestimmt Schluss. Den haben wir auch schon gelootet. Ja, gut. Hydra töten. Ja, ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Wir können es auf jeden Fall versuchen. Müssen ja eigentlich nur nah genug an sie rankommen, ne? Wir hatten die Hydra doch noch nicht getötet, oder? Ich meine nicht. Boah, das ist alles so lange her. Das sind
für euch wahrscheinlich so ganz offensichtliche Fragen. Aber das war auf jeden Fall Dark Souls für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin. Da sehe ich sie schon. Nein, die Hydra lebt. Okay. Bis dahin wünsche ich euch jetzt aber erst einmal eine gute Nacht. Ist dein Golem, komm her hier. Komm, dich will ich noch umschnatzen. Das ist schon wieder los. Das ist natürlich nervig hier bei der Hydra. Definitiv. Och, leck mich doch am Arsch. Okay, bis dann.